Hallo, ihr Lieben, guten Morgen. Ja, die Transformation ist im vollen Gange. In der Divine Money Mastermind haben wir einen Raum geschaffen, in dem wir uns wirklich da schützen und unterstützen und austauschen. Und ich muss sagen, es ist so interessant, was da alles passieren kann und was im Moment für alle passiert. Gestern war ja ein riesengroßer Vollmond. Ich weiß nicht, ob du das gespürt hast. Ich habe es nicht gespürt, ehrlich gesagt, vom Vollmond her. Ich habe wunderbar geschlafen. Und hallo Olivia, hast du den Vollmond gespürt? Du bist ja auch so eine spürige Frau. Dass gerade der Zeitpunkt wirklich ist, seine Transformation anzugehen und sich wirklich klar zu werden, wer man wirklich ist, was man hier zu tun hat als spirituelles Wesen auf dieser Erde und dass es tatsächlich auch an der Zeit ist, diese ganzen alten Identitäten und Überzeugungen über sein Sein, über seine Persönlichkeit, über seinen Sinn auf dieser Welt zu hinterfragen und zu transformieren. Und im Moment sind die Energien gerade wirklich richtig gut für das. Und ich wollte euch mal daran erinnern, dass ihr euch, dass ihr euch daran wirklich, dass ihr euch an die Arbeit macht, dass ihr diese Entscheidung einfach auch trefft und sagt, hey, jetzt ist alles im Umbruch, ich darf aufhören, am Alten festzuhalten, ich darf aufhören, meine Ängste festzuhalten. Und ich wollte euch ganz kurz, der Marco schaut auch zu, noch einen kleinen Impuls geben. Der Marco ist immer dran am Tüfteln und wir tun zusammen kreieren und er hat sich jetzt aus unserem Call letzte Woche nochmal inspirieren lassen, also am Sonntag nochmal inspirieren lassen und hat ein Tool, Wave Tool gefunden, das im Unterbewusstsein wirklich Ängste auflösen kann. Also er ist ja immer im Selbstexperiment. Ich wollte euch hier in der großen Gruppe auch ein bisschen noch teilhaben lassen, nicht, dass es untergeht. Hallo Annette. Dass da wirklich Hilfe auf dem Weg ist mit den New Mind Waves von Marco. Also er ist ja wirklich dabei, an sich selbst zu testen. Und ich möchte euch einfach mitnehmen auf diese Reise, weil es geht ja wirklich darum, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns gegenseitig helfen können, diesen ganzen alten Kladderadatsch hinter uns zu lassen, der uns so belastet, der uns so beängstigt und auch das Außen, das zeigt uns ja nur, wo wir waren, wo wir gestartet sind und dass wir uns erlauben, das endlich loszulassen, dass wir uns erlauben, ein neues, anderes Leben, eben unser Traumleben. Wieso haben wir dieses Traumleben? Unser Traumleben zu leben, warum haben wir ein Traumleben? Weil es die Vision ist von dem, was uns zusteht. Unser Traumleben, unsere Vorstellungen, unsere Wünsche und Träume, wie es sein sollte, das ist nicht einfach da, um uns zu teasen und um uns zu ärgern und uns zu sagen, ja, das kann ich nicht haben und so weiter, sondern unsere Wünsche und Träume, die sind dazu da, dass sie realisiert werden. Guten Morgen, Josephine, guten Morgen, Evelyn, dass sie realisiert werden, dass wir sie umsetzen. Deswegen kommen sie ja die ganze Zeit wieder daher spaziert und oft kommen sie daher spaziert, unsere Wünsche und Träume in dem Sinne so, oh, der kann das oder wieso kann ich das nicht und was muss ich noch machen, damit ich endlich so leben kann. Und diese ganzen Trigger und Teaser, die zeigen uns eigentlich immer wieder auf, hey, da ist was für dich, da wartet was für dich, da wartet ein Leben für dich, das ist für dich bereit, das ist schon da, das ist schon für dich vorbereitet. Du musst nur einsteigen, du musst es dir nur erlauben, du musst es nur erkennen, dass dieses Leben da ist und dass alle Anzeichen dafür, die dir zeigen, dass andere vielleicht so ein Leben führen oder dass andere das leicht haben, dass andere
die Freude leben können. Und wenn du spürst, oh, ich kann das nicht und oh, bei mir geht's noch nicht, dass es einzig und allein nur dazu da ist, dieses Gefühl dir zu zeigen, geh für dich, geh für dein Leben, geh für deine Träume, geh für die Leichtigkeit, die eigentlich wirklich unser Leben bestimmt, geh für das Magische, geh für deine Energie, geh für deine neue, wahre, nicht neue, sondern deine wahre Identität. Das will dir das einfach nur zeigen. Jedes Mal, wenn du merkst, da ist was, was ich noch nicht habe, heißt es nicht, dass du im Mangel bist, sondern heißt, du bist einfach noch nicht dort, wo es ist. Und dann gibt es keinen Neid oder dann gibt es auch keinen Frust oder dann gibt es keine Traurigkeit, sondern ist es nur eine Information. Ah, ich darf noch mehr für mich gehen. Ich darf noch mehr meine Träume leben. Ich darf mich noch mehr mit meinen Träumen verbinden. Ich darf mich noch mehr mit der Identität, der wahren Identität von mir verbinden. Das ist alles, das ist immer nur eine Information, dass du noch mehr haben darfst, dass du noch mehr leben darfst, dass du noch mehr bekommen darfst. Ja, es ist ja schon da, es ist wirklich schon da. Und jetzt ist dir ganz die richtige Zeit wirklich abzulösen, loszulassen, Neues zu kreieren, Neues zu leben, sich mit neuen Augen zu sehen, die Welt mit neuen Augen zu sehen, diese ganzen negativen Angstfilter abzubauen und einfach zu sagen, was ist denn da, wenn es wahr ist, wenn die Fülle da ist? Was ist denn, wenn die Fülle wahr ist? Was ist denn, wenn die Gesundheit wahr ist? Was ist denn, wenn der Wohlstand wahr ist? Was ist, wenn der Reichtum für mich wahr ist? Was ist dann, wer bin ich dann? Ja? Und das einfach immer wieder sich klar zu machen und zu verkörpern. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das ist unser Job. Das ist wirklich der wichtigste Job. Und ich lasse euch sicher, ich halte euch sicher auf dem Laufenden mit den super coolen Produkten, die der Marco jetzt hier in unserer Divine Money Runde kreiert und natürlich allen zugänglich machen wird. Und ich halte euch natürlich auch auf dem Laufenden, dass die nächste Runde Divine Money startet. Am Sonntag geht's los. Melde dich unbedingt an. Komm mit in 6 Wochen tiefste Transformation und Implementation. Weil implementieren ist so, so wichtig. Weil ihr wisst ja, es ist ja immer noch dieser Widerstand in uns des alten Bewusstseins, des alten Unterbewusstseins, des Gelernten, des Gespeicherten, der alten Identität, die rebelliert ja immer wieder. Diese alte Denkweisen, die wollen ja nicht einfach gehen, die wollen sich ja nicht einfach verscheuchen lassen, die waren ja so dienlich, die waren ja so wichtig. Und deswegen ist Transformation und Implementieren dieser Transformation, das ist so ein wichtiger Prozess, der darf nicht außer Acht gelassen werden. Ja, weil du kannst ja was antriggern, du kannst ja was transformieren und dann transformiert sich es gleich wieder zurück, wenn du nicht vorsichtig bist und nicht dran bleibst und dich ablenken lässt durch irgendwelche Impulse im Außen. Das ist ja das, warum es so wichtig ist, in einer Gruppe zu sein, einen Coach zu haben, der das immer wieder erkennt, der einen immer wieder weiterführt und sagt, ja, das ist richtig, geh weiter und schau mal, ich kann dir noch ein bisschen mehr aufzeigen, wie dann der nächste Schritt ist, wenn du den ersten Schritt tust, dass du die Angst verlierst, diese Schritte zu tun, das Unbekannte. Der eine sagt, ja, das ist voll safe, da kannst du gehen, da darfst du gehen. Weil dein Innerstes, dein innerer Schweinehund, der will das ja nicht. Der will dich ja immer wieder zurückhalten und nur so geht Transformation. Und es ist ja nicht etwas, was du neu lernen musst. Ja, das ist für mich so ein wichtiger Mindset. Wir sind nicht hier, um Dinge neu zu lernen, sondern wir sind hier, um den Bullshit abzulegen, den wir uns und beigebracht haben und der uns beigebracht worden ist. Um das geht's ja. Es geht nicht darum, dass wir nicht perfekt sind, dass wir nicht fantastisch sind. Es geht nur darum, dass wir da lagenweise Überzeugungen, Filter, wie du es auch nennen möchtest, Programmierungen implementiert haben, umgesetzt haben, die uns eben das quasi
nicht erlauben oder uns davon trennen, von unserer wahren Wahrheit, von diesem, von der absoluten Magie, die wir sind, von dieser magischen Energie, die wir eigentlich hier sind, als jeder einzelne Mensch. Ja, und dass wir da anfangen, einfach nur abzulösen, was nicht zu uns gehört. Ja? Es geht nicht darum, irgendwas groß zu verändern oder was Neues zu werden, sondern das zu werden, was wir wirklich sind. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Mindset, der auch sagt, eigentlich bin ich total okay. Ich war auch schon immer okay. Es war einfach so, dass mir das nicht wiedergespiegelt worden ist, dass mir das nicht beigebracht worden ist, dass ich so okay bin. Und deswegen habe ich halt jetzt so unokayne Vorstellungen über mich, über das Leben, die ich ins rechte Licht drücke. Und das ist, finde ich, das ist so viel angenehmer, das ist so viel liebender, das ist so viel selbstliebender, wenn ich aus diesem Okayness-Stadium gehe und alles ablöse, was mir suggeriert, dass ich nicht okay bin, dass ich falsch bin, dass ich nicht die Macht habe, ein schönes Leben zu kreieren, dass ich fremdgesteuert bin, dass ich schmerzgesteuert bin, ja, sondern dass ich einfach daher komme und einfach sage, eigentlich ist mein Sein perfekt. Jetzt darf ich es nur noch wissen, jetzt darf ich es nur noch leben, jetzt darf ich es nur noch implementieren. Dieses perfekte Sein und dieses unperfekte Sein, das mir das Leben so schwer gemacht hat, einfach ablösen, stehen lassen. Und das ist doch cool, oder? Das macht so viel aus. Das macht so viel aus, wenn du weißt, dass du eigentlich geboren bist als das perfekte, liebende Wesen. Gottes Geschöpf, Gottes Idee der Perfektion, als die bist du hierher gekommen. Dann hast du es vergessen, dann ist es verloren gegangen, weil es viele andere, die meisten anderen auch nicht wussten. Und jetzt fangen wir alle an, uns wieder daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, aus diesem wahren Wissen, dieser wahren Perfektion heraus unser Leben zu leben und zu gestalten, unsere Beziehungen zu gestalten, unser Miteinander zu gestalten. Und damit transformieren wir das Kollektiv. Und ich finde, das ist eine der großartigsten Aufgaben, die wir haben für unser Leben. Und es ist eigentlich viel, viel spannender als, wie wir im Schwabenland so gesagt wird, schaffe, schaffe, Häusle bauen, sondern schaffe, schaffe und wissen, wer ich wirklich bin. Das ist so, das ist eigentlich eine große, großartige Erfüllung. Und das alles aus dem Wissen heraus, dass ich ja schon perfekt bin, dass ich es einfach nur vergessen habe und dass die anderen auch vergessen haben. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, an mein wahres Sein, an meine wahre Perfektion, an meine wahre Liebe, hochschwingende Freude, dass ich dann andere dazu inspiriere, dasselbe zu tun. Und dass das eigentlich die Lebensaufgabe von uns hier ist, von jedem Einzelnen auf seine Art und Weise. Das ist meine Ansicht und ich hoffe, ich habe euch da nochmal inspiriert in diesem Tag, auch nochmal für euch dieses wahre Sein nochmal zu spüren, diese wahre Perfektion und damit in den Tag rauszuwandeln. Also, wenn ihr Fragen habt über das Divine Money Programm, wie gesagt nochmal, es geht nicht um Geld. Geld ist die logische Konsequenz, die Symbolik der Fülle, in der wir eigentlich schon leben. Das ist alles, was Geld ist. Ja, wenn wir diese Fülle erkennen und spüren und leben, dann muss eine finanzielle Fülle, ein finanzieller Reichtum die logische Konsequenz sein. Genau, deswegen heißt es Divine Money, weil Geld ja göttlich ist und wir sind göttlich, also sind wir nicht getrennt von Geld, von Reichtum und von Fülle. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.